Modifizieren, reparieren. Aktuelle Mods. Zu viele legendäre. Standardlackierung. Bürgerpflichtlackierung sieht man irgendwie schlecht, ne? Ich lasse es mal lieber. Gelassen. Einmal betreten, bitte. Und da geht's jetzt erstmal ab in unser Camp. Oh, wie geil. Macht mich sehr, sehr happy, dass wir das jetzt haben. Wie im SP-Zelt. Einmal Transfer verwerten und lagern. 189. Ich dachte, wir hätten mehr. Waffen. War nicht, brauche ich nicht. Ja, die soll auch fast fertig, ne? Für den haben wir nicht viel Muni. Lasergewehr. Haben wir jetzt auch nicht viel. Rüstung. Das hat alles null Gewicht. Was ist denn so? Schwer. Oh, da wollte 76 Anzug. Oh, wie cool. Könnte man essen, ne? Kaugummis braucht man auch nicht. What the fuck? Da haben wir wahrscheinlich viel drin, ne? Heilmittel? Halt! Halt deine Krankheit, okay. Red Away und Stimpaks lassen wir. Das lasse ich auch mal. Nein, Stimpig verdünnt braucht man nicht. 27, hä? Mein Diverses, oh Gott. Legendärer Kern. Legendäres Modul. Das macht bloß 2 aus. Was ist dann so schwer? Schrott ist nix, Mods. Das können wir reinhauen. Muni?
So voll habe ich jetzt auch nicht. Rüstung. Die F45, oh ja. Oh, das ist der Torso. Ach, schade. Ich hätte mal, das wäre der Helm. Ah, oh, der ist um einiges besser. Gewicht 16. Assassin's T45 Torso. Gewicht 0, Gewicht 0. Die sind 16, okay. Oh, sorry, dass das so lange dauert, aber hey. Was muss, das muss, ne? Ich habe keine Ahnung, was da noch alles so schwer ist. Ein Helm wäre geil. So, was muss ich denn jetzt machen, hä? Robbe ist tot. Ich sollte seinen Leuten eine Botschaft senden, damit sie Wayward endgültig. Oh no. Ich war gar nicht fertig. Verdammt. Wenigstens haben wir Schnellreisepunkt freigeschaltet. Und wir können jetzt wieder looten. Wow, wo geht das? Ein Jetpack wäre jetzt noch geil, ne? Eine Tüte. Schön. Lalalala. Keine AP mehr. So, dann wieder rein. Ah ja, genau, die Musik. Ja. Ach ja, ich wollte die Hotdogs futtern. Bringt nicht viel. So, wo muss ich jetzt die Nachricht hinschmieren? Ihr meint die Nachricht sehen sie doch, oder? Okay, jetzt nicht mehr, der ist schon weg. Und was soll das jetzt? Wie soll die Nachricht ausschauen? Soll ich jetzt einfach einen Zettel schreiben oder was? Ah, hier. Okay. Jetzt soll er einfach bloß seine Leiche ignorieren. Leave the wayward alone. Sprich mit Duchess. Hier. Stelle eine Waffe her.
Auftragsjäger. Jetzt. Und dann machen wir das mit der Aufseherin, würde ich sagen. Oh. Dankeschön. Du bist zurück. Hast du es geschafft, diese Rüpel loszuwerden? Okay, das höre ich gern. Aber so wie du mich anguckst, habe ich ehrlich gesagt keine weiteren Fragen, was deine Verhandlungsmethoden angeht. Böse so. Gute Arbeit. Vielleicht können wir dir wirklich vertrauen. Vielleicht. Da wäre noch die Sache mit meinen vermissten Helfern. Die waren zuletzt hinter ein paar zwielichtigen Typen. Oh her. No. Kam nicht zurück. Die beiden wissen sich zu wehren. Wenn sie so lange fort sind, muss etwas passiert sein. Finde sie. Dann fällt mir vielleicht ein bisschen was über Crane wieder ein. Na klar, was denn sonst? Die erste vermisste Person heißt Polly. Sie trägt einen Sender, den du mit deinem Radio aufspüren kannst. Der zweite Vermisste nennt sich Saul. Die beiden sind wie Pech und Schwefel. Wenn du einen von ihnen findest, kann der andere nicht weit sein. Wenn ich sie wieder persönlich zusammenstauchen kann, wirst du dafür ordentlich belohnt. Alles klar, Roger, Roger. Pollys Senderfrequenz ist 99,7. Von der Station wurde Appalachia früher mit Jazz versorgt. Ich dachte mir, jemand sollte davon profitieren. Finde raus, was aus ihnen geworden ist, okay? Wenn ich neue Leute brauche, will ich die Alten nicht im Stich gelassen haben. Wow. 50 Kronenkorken. Holy shit, übertreib's ja nicht. Oh, Stimpak. Oh, Brahmins. Aber ich möchte jetzt erstmal zur Aufseherin. Sprich mir, er will. Ah, let's go, wenn das schon da ist. Nehmen wir gleich nochmal das nächste Mottenman. Event mit ihr. Yeah.